Teresa Westreich, Sie kennen Ihren Gemahl ja nur als Pädagogen. Was für die Bilder tauchen auf, wenn Sie ihn da jetzt als Baggerführer sehen? Hopp, der Baumeister, aber das darf ich nicht sagen. Nein, ich finde, dass vor allem der gelbe Helm zum gelben Volvo-Bagger wirklich gut aussieht. Ja, und wie schaut es mit dem Berufsbild aus? Mein Berufsbild? Na ja, vielleicht in der Pension oder ein Swimmingpool im Garten oder in die Ferien als Sommerjob verdient man ganz gut. Lehrer verdienen eh nicht so viel. Also schon mal ganz ehrlich, sind Sie ein bisschen stolz auf Ihren Herrn Gemahl? Ja, schaut sich das an, das ist doch das Glück in Person. Und streut das nicht ein bisschen mehr Männlichkeit aus, als das als Deutschlehrer? Streut das nicht mehr Männlichkeit aus? Ja, wir haben schon gesagt, im Y-Chromosom, da muss irgendwas sein. Irgendein Gendefekt muss da sein. Aber es ist eine kompetenzorientierte Arbeit, die er Frau Professor Neubig, Ihr Gemahl wird auch bald einen Bagger besteigen. Ja. Ich bin jetzt schon stolz auf ihn. Professor Westreich, wenn man das jetzt mit Ihrer schulischen Tätigkeit vergleicht, was für die Unterschiede sind da feststellbar? Baggerfahren ist geil! Professor, schaut sehr abgekämpft aus. Ja. Vielleicht hast du uns ein paar Eindrücke geschildert, wie das ist, wenn man das erste Mal im Leben mit einem 22 Tonnen Bagger fährt. Also das ist ein ausgesprochen erhebendes Gefühl, wenn man da so mal dumm schaufeln kann und wenn einbaggern kann und wenn niederwalzen kann und Reifen von rechts nach links hat und so. Das war das allerlässigste von der ganzen Tour hier. Ja, aber von der Schwierigkeit her, ist es schwieriger wie das Radlfahren oder das Autofahren? Wesentlich schwieriger wie Radlfahren, ja, und schwieriger wahrscheinlich auch wie Autofahren.